Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es mal Elfenlied. Ja, wundert euch nicht, das ist ein Riesenkarton, den ich hier bekommen habe. Das Ganze ist auch gebraucht, denn der ein oder andere hat vielleicht mal nach Elfenlied geschaut und hat dann auch mal bemerkt, dass das jetzt gerade nicht so wirklich billig ist. Es gab noch vor einer gewissen Zeit diese Collectors Edition, die ist das von Elfenlied, in diesem Steelbook, neu halt. War so um den Dreh 100 Euro. Ja, habe ich leider zu spät zugegriffen. Jetzt sind sie leider alle ausverkauft. Ich habe mir jetzt über eBay Kleinanzeigen bei einer sehr, sehr netten Person Elfenlied, aber nicht diese Steelbook-Version, sondern diese normale Version halt in der Pappe bestellt. Das einzige Problem, also der Preis war auch wirklich gut, da kann ich nichts drüber sagen, aber das einzige wirkliche Problem ist, da ist leider das Booklet nicht dabei. Tja, kann man nichts da machen, vielleicht irgendwann mal oder sonst irgendwas ändere ich das vielleicht, vielleicht upgrade ich das und verkaufe das dann wieder, aber ich bin erstmal zufrieden, dass ich das überhaupt habe, denn Elfenlied musste auf jeden Fall noch in die Sammlung ja, dazukommen. Weil ist halt Elfenlied, ne? Ja, ich packe das Ganze jetzt aus. Wie gesagt, das ist halt gebraucht und da sind halt kleine Minimacken dran und so. Aber für den Preis dachte ich mir, komm, dann geht das auf jeden Fall klar. Es ist halt Elfenlied. Dann habe ich es wenigstens endlich mal da. Es ist leider auch nur in DVD-Version, aber wer weiß, vielleicht kann ich das ja irgendwann dann mal upgraden auf Blu-ray. Vielleicht kommt ja auch irgendwann noch mal eine Version raus. Ja. Vielleicht entschließen die sich dazu, ja, Elfenlied nochmal dann zu veröffentlichen. Vielleicht nochmal im Steelbook oder so. Dann bin ich auf jeden Fall dabei. Ich hoffe, ich kriege dieses Paket jetzt schnell auf für euch. Nach 10 Jahren habe ich es auch mal endlich aufgekriegt. Halleluja. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Ich habe es auch aufgekriegt, oder? Ja. So. Auf jeden Fall mit sehr viel Zeitungspapier, dass es auch wirklich alles sicher ankommt. Finde ich immer gut. Ach, und dann auch noch hier, ja. Guck mal, Polsterfolie, Halleluja. Wirklich, wirklich gut verpackt, so muss das sein. Ja, man sieht auf jeden Fall, ne? Viel Zeitungspapier und keine Ahnung. So. Auf jeden Fall wirklich cool. Manche, denke ich mal, würden es auch einfach nur reinschmeißen und würden sagen, ist mir egal. Ja, da ist er, wie auf den Fotos schon gezeigt worden, halt hier diese kleine Minimacke. Ja, sieht man ein bisschen schlecht im Licht, ist halt ein bisschen da drauf. Das ist jetzt aber nicht mega dramatisch. Halt hier unten auch, ich denke, das ist dann irgendwo ja, dazwischen gekommen oder sowas. Ist natürlich auch hier die deutsche Version, war mir wichtig, weil manche verkaufen das ja so und tun dann so, als würden sie die deutsche Version verkaufen, verkaufen dann die englische oder französische, die sind ja sowieso meistens super, super billig. Hier sieht man auch noch so einen ganz leichten Knick. Hier seht ihr das? Da ist auch noch so ein leichter Knick. Ist halt wie gesagt gebraucht, aber ich denke für ein gebrauchtes sieht das aber noch sehr ordentlich aus. Ist halt wie gesagt nur blöd wegen der Anleitung. Wir kennen das Ganze ja, das hatte ich ja auch damals schon bei Digimon. Ich hatte mich tatsächlich drum gekümmert, aber nur so weit, bis ich mir wirklich gesagt habe, nee, komm, lass es einfach, ich habe keinen Bock darauf. Weil dann hätte ich das wieder hin und her schicken müssen. FSK-Flatschen ist auch noch drauf, das ist aber kein Problem, denn den können wir abmachen. Ich hoffe, den kriege ich jetzt so ab. Ich hoffe, der klebt jetzt nicht so stark. Oh Gott, nee, ich glaube, den lasse ich einfach dran. Ich glaube, der klebt schon wieder so stark an der Pappe. Ja, machen wir das Ganze mal auf. Hier haben wir Elfenlied 1, 2 und die 3. Ich weiß aus der Steelbook-Variante für die Blu-ray, dass da nur zwei Blu-rays halt drin sind. Da sind dann die Folgen 1 bis 7 und dann 8 bis 13, wenn ich mich jetzt nicht irre, plus halt diesen Bonus. Der Bonus ist natürlich hier auch drauf. Hat jetzt auch keinen besonderen Hintergrund oder so weiter. Wir gucken uns jetzt einfach mal die DVDs an, wie die aussehen und ihr seht schon, da ist gar nichts drauf. Ich gucke jetzt auch nochmal selber hier, aber ich sehe nichts. Ich hoffe, euch gefällt dieses Unboxing, dass es einfach mal was anderes ist, dass ich mal halt was von eBay Kleinanzeigen halt bestellt habe. Ich habe auch noch was bestellt, vielleicht kommt es sogar morgen. Ich sag nur Evangelion, da freue ich mich sehr drauf. Aber natürlich freue ich mich auch hier drüber. Falls diese Person, die mir das hier geschickt hat, das sehen sollte, nochmal vielen Dank für den super Preis und für das wirklich, ja, saubere Zuliefern.
Ich habe da schon wirklich Sachen erlebt. Ja, deswegen freut mich sowas, dass ich sowas hier sehe. Und dann gucken wir uns nochmal die letzte an. Ja, also wirklich im Top-Zustand, braucht man sich absolut keine Sorgen zu machen. Die werden hundertprozentig laufen. Ich werde die mir trotzdem natürlich nochmal angucken. Ne? Warum bestelle ich mir auch sowas? Natürlich, damit ich es auch in der Sammlung habe. Aber ich will mir auch Elfenlied nochmal angucken. Ich habe keinen Bock mehr, das irgendwo auf eine Internetseite wieder anzugucken mit 200.000 Werbungen. Ja, das ist Elfenlied. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann gebt ihr halt einen Daumen nach unten und seid verdammte Sager. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben. Würde mich sehr darüber freuen. Und wenn nicht, dann gebt dem Video einen Daumen nach unten und ihr seid dann verdammte Loser. Und ja, abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich drauf. Haut rein und ciao.